Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier eine sehr nützliche Umrechnung, die auf fast jedem Taschenrechner möglich ist. Dabei geht es darum, Zeitangaben, die in Stunden, Minuten und Sekunden daherkommen, in dezimale Angaben umzuwandeln. Und es geht darum, Zeiten, die in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben werden, zu addieren, zu subtrahieren oder sogar zu multiplizieren. Wir sehen hier zwei sehr einfache Beispiele. 2 Stunden, 30 Minuten und 0 Sekunden sind 2,5 Stunden, also umgewandelt in eine Dezimalzahl. Das kann jeder. Ein weiteres sehr einfaches Beispiel, 6,2 Stunden sind 6 Stunden und 12 Minuten und 0 Sekunden. Auch das kann jeder. Aber was sind 6,345 Stunden? Das umzuwandeln in Stunden, Minuten und Sekunden ist schon schwieriger. Wie gesagt, fast jeder Taschenrechner hat eine entsprechende Funktion. Auf dem Casio 991 findet man die Taste an dieser Stelle. Bei der Bedienung muss man etwas aufpassen, aber letztlich, wenn man es einmal eingeübt hat, ist es sehr einfach. Ich werde gleich die hier angegebenen Umrechnungen auf dem Taschenrechner zeigen und zwei ganz kleine Berechnungen. Wenn man das einmal begriffen hat, kann man sich den Rest selber beibringen. Nun zu den angekündigten Berechnungen. 0 Stunden, 6 Minuten, 0 Sekunden, 0 Stunden, 6 Minuten, 0 Sekunden. Und hier nun eine kleine Tücke. Mir geht es so, dass ich häufig vergesse, zum Schluss nochmal diese Taste zu drücken. Da ist es geschehen. Und das Ganze muss übernommen werden in dieses Anzeigefeld, bevor wirklich umgewandelt werden kann. Jetzt drücke ich diese Taste und das war's. Wieder zurück. Und wieder dahin. Naja, da wird es ja schon langweilig, die anderen Umrechnungen noch zu zeigen. Eine Stunde, 12 Minuten, 0 Sekunden, gleich, das ist wichtig, das zu übernehmen, und die Umwandlung. Gelöscht, 6 Stunden. 63 Minuten. Hier wird es wieder ein bisschen interessanter, weil ich die Bereichsgrenzen der Minutenangabe überschreite. Das ist natürlich dann eine Stunde, 3 Minuten. Das muss entsprechend umgerechnet werden. Das wird jetzt in der Übergabe, wenn ich das Gleichheitszeichen betätige, schon geschehen. Das wird also sofort entsprechend umgerechnet. Umwandlung in die dezimale Schreibweise und wieder zurück. Nun das Gleiche nur umgekehrt. 10,1 Stunde und jetzt passiert es wieder sehr schnell, dass man schon auf diese Taste drückt. Man muss es erst auf diese Stelle übernehmen. Umwandlung in die Dezimalschreibweise und dann kann ich das Ganze in Stunden, Minuten und Sekunden umwandeln. 4,33333 und so weiter. Übernehmen. Und umwandeln. 7,86 gleich Umwandlung. Ja, so einfach ist das. Nun noch ein paar Rechenoperationen. Auch das ist super einfach. Eine Stunde, 16 Minuten, 12 Sekunden. Wieder hier drauf drücken. 3 Stunden, 52 Minuten, 59 Sekunden und das Gleichheitszeichen betätigt. Und schon sind die Zeiten addiert worden. Die Subtraktion zeige ich nun auch noch. Um wenigstens eine kleine Variante da reinzubringen, wird eine negative Zeit dabei rauskommen. 3 Stunden, 16 Minuten, 44 Sekunden. Minus 3 Stunden, 18 Minuten, 59 Sekunden ist gleich. Minus 2 Minuten und 15 Sekunden. Ja, so einfach ist das. Man kann auch multiplizieren und dividieren. Es ist alles möglich. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.